Maximus Boltagon ist der jüngere Sohn des früheren obersten Inhuman-Genetikers Argon und dessen Frau Rinda, die das Schwangerschaftszentrum leitete. Maximus wurde als Kind dem Terrigen Mist ausgesetzt, zeigte direkt danach aber keine erkennbaren Veränderungen. Erst im Laufe seiner Jugend manifestierte sich seine Gabe, die es ihm erlauben sollte, die Gedanken anderer Wesen zu manipulieren und sogar zu steuern. Das ging so weit, dass er die volle Kontrolle über seine Opfer übernehmen konnte, was ihm am besten immer bei den Alpha Primitives, also den Terrigen Fehlschlägen, gelang. Natürlich hatte er auch von Haus aus die Inhuman-Physiologie, die ihm überdurchschnittliche Attribute verlieh. Aber Maximus war zu all dem noch ein Genie und ein großartiger Erfinder, was er für seine Pläne zumeist mehr nutzte als seine zusätzlichen Inhumans-Fähigkeiten. Seine größte Schwäche ist dabei umso interessanter, denn der Spitzname Maximus the Mad kommt nicht von ungefähr. In seinen geisteskranken Phasen, die mit durch den ersten Stimmvorfall von Blackaga getriggert wurden, weil sich Maximus dabei direkt daneben befand und von der Wirkung dieser Energie erfasst wurde, sind seine Entscheidungen und Pläne negativ inspiriert und beeinflusst, haben dabei aber zumeist Schwächen, die ein Gelingen grundsätzlich verhindern. Im normalen Zustand nutzt er seinen Verstand aber auch gerne, um das Leben der Inhumans tatsächlich zu verbessern. Egal ob mit Experimenten an Alpha Primitives, einer riesigen Energiekuppel über Attilan, dem Versuch, die gesamte Menschheit mit einer speziellen Waffe auszulöschen, oder politisch-strategischen Tricks, Maximus versuchte stets, seinen Bruder Black Bolt vom Thron zu verdrängen und seinen Platz stattdessen einzunehmen. Damit begann er bereits, als dieser mit 19 aus seiner Sicherheitszelle raus durfte. Er kontaktierte sogar die Kree und vereinbarte einen Deal, dass alle Inhumans mit besonderen Kräften aufgesammelt werden durften. Und bei seinem aktuellsten Plan brachte er Black Bolt in einen für ihn gedachten Hochsicherheitstrakt am anderen Ende der Galaxie, indem er die Identität seines Bruders annahm, während der wahre Black Bolt von Medusa weggeschickt wurde. Es war auch Maximus, der für Black Bolt die Terrigen Bomb baute, die ein neues Zeitalter für die Inhumans einleiten sollte, und er beteiligte sich auch an den Plänen der Illuminati, um die Incursions zu stoppen. Nach dieser kurzen, fast schon heroischen Phase fiel er aber in alte Muster zurück, nutzte seine Kräfte, um Black Bolt selbst zu steuern, und tötete so Auron, ehe ihm sein Bruder mit seiner Stimme die Hände zerstörte. Danach schloss er sich mit Namor, der Kabal, an und versuchte mit diesen selbst die Zerstörung der eigenen Welt durch die Incursions mit allen noch so extremen Mitteln zu verhindern. Im Zuge von Civil War 2 sorgte Maximus für zusätzliches Chaos zwischen Iron Man und Medusa, ehe er noch die beiden Hochsicherheitstrakt-Insassen, den Unspoken und Lineage, befreite und das Weite suchte, um andere Pläne zu verfolgen und, wie er es selbst gegenüber Triton formulierte, um Spaß zu haben. Black Bolt wusste, welche Gefahr Maximus sein konnte, weswegen er grundsätzlich versuchte, seinen Bruder in seiner Nähe zu haben, um immer ein Auge auf seine Aktivitäten haben zu können.